durch die Seele voller Trauer schneidend unter Todesschauer. Jetzt das Schwert des Leidens ging. Von Perle zu Perle, Pilgern auf dem fränkischen Marienweg. Von Maria vom Sieg Gresshausen zur Kerlachkapelle Stadt Lauringen. Die nun vor dem Pilger liegende Strecke mit 28 Kilometer erfordert schon etwas mehr Kondition als die vorhergehenden Streckenabschnitte. Über die kleine Gemeinde Buch gelangt der Pilger nach einer guten Stunde in das romantische Westnachtal. Der Weg führt weiter nach Reichmannshausen mit seiner gotischen Echterkirche St. Georg, deren Besuch sich lohnt. Vor der Kirche ein Gedenkstein, der daran erinnert, dass hier in Reichmannshausen der katholische Priester und Märtyrer Liborius Wagner am 4. Dezember 1631 von den Schweden gefangen und grausam ermordet wurde. Nach circa einer Stunde ist eine Erfrischung angesagt, denn der Pilger erreicht den Ellershäuser See in der Schweinfurter Rhön, den größten unterfränkischen Stausee. Über einen Kreuzweg, der 1764 errichtet wurde, erreicht der Pilger das Ziel, die Kerlachkapelle, die auf einem kleinen Hügel am Stadtrand von Stadt Lauringen steht. Auf dem Kerlachberg angekommen, lädt eine mächtige Linde mit umlaufender Bank neben der Kirche zu einer Rast ein. Nach der Rast auf der Lindenbank sollte man zunächst einen kleinen Rundgang um die Kapelle unternehmen. Links neben der Kapelle drei mächtige Kreuze. Sie stammen von einer Kreuzigungsgruppe, deren Korpusse jedoch den Zahn der Zeit zum Opfer gefallen sind. Dahinter aus Buchs geschnittene Symbole von Glaube, symbolisiert durch ein Kreuz, Hoffnung, symbolisiert durch einen Anker und Liebe, symbolisiert durch ein Herz. Sie sind am besten zu erkennen von der Empore über ein Fenster. Etwas versteckt trifft der Besucher in einer Nische zwischen Langhaus und Chor unversehens auf eine Lourdesgrotte mit Madonna und kniender Bernadette. Bereits in vor- oder frühchristlicher Zeit soll der Kerlachberg als Kult- oder Gerichtsstätte gedient haben. Von der Erbauung einer Kapelle aus Holz wird erstmalig 1750 berichtet.
Die Kapelle bekam im darauffolgenden Jahr eine päpstliche Ablassurkunde für ein Marienfest bewilligt. Da die Kapelle der Witterung nicht standhielt, wurde 1766 eine neue Kapelle aus Stein errichtet. Nach mehreren Renovierungsmaßnahmen wurde das Gotteshaus 1898 abgebrochen, um eine neue Kapelle zu bauen. Dies war notwendig, weil der Platz für die Kirchengemeinde mittlerweile zu klein war. 1901 wurde sie als Maria-Schmerz-Kapelle in ihrer heutigen Form eingeweiht. Heute ist die Kapelle ein beliebtes Ziel für Hochzeiten, Jubiläen, für feierliche Maiandachten und Rosenkranzandachten und sonstige Gottesdienste. Der Innenraum besticht durch seine schlichte neoromanische Klarheit. Der Hochaltar zeigt ein Vesperbild im neoromanischen Stil, die Mutter Jesu mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß, eine sogenannte Pietà. Rechts und links von der Pietà sind zwei Engel zu sehen, die zwei der Leidenswerkzeuge Christi zeigen. Der linke Engel hat das Schweißtuch von Veronika in der Hand, der andere einen Stab, auf dem sich der Schwamm mit Essig befindet. Rechts und links des Tabernakels stehen die vier Anrufungen Mariens aus der Lauretanischen Litanei, die sich auf die Mittlerrolle Mariens beziehen. Sie lauten: Heil der Kranken, Trösterin der Betrübten, Helferin der Christen, Zuflucht der Sünder. Das Deckengemälde über den Altarraum zeigt den anbetenden Heiligen Aloysius, der zweite Kirchenpatron der Kapelle, bei der thronenden Madonna mit dem Jesuskind. Das Gemälde heißt Maria in der Glorie. Hinter dem Hochaltar ein Glasfenster mit einer lebensgroßen Nachbildung von dem Heiligen Herzen Jesu und dem Herz Mariä, eingesetzt um 1900. Im Fenster links des Hochaltars die Mutter von Maria, die heilige Anna, mit Maria auf dem Arm und daneben Joachim, dem Großvater von Jesus. Die beiden Seitenaltäre sind, wie der Hochaltar, im neoromanischen Stil errichtet und gleichen sich im Aufbau. Den rechten Altar ziert der heilige Johannes der Täufer mit seinen Attributen Kreuzesfahne und Lamm. Am linken Altar ist nochmals der heilige Aloysius dargestellt, ein Jesuit, der im 16. Jahrhundert lebte und sich besonders für die Pflege an Schwerkranken einsetzte und so als Vorbild für uns heute noch dienen kann, weil er das christliche Lebensprogramm, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst, in seinem Leben konsequent umgesetzt hat. An den Seitenwänden befinden sich auf jeder Seite drei Relieftafeln, die zusammen mit der Pietà die sieben Schmerzen Mariens darstellen. Auf der rechten Seite die Darbringung Jesus im Tempel mit der Weissagung des Greisen Simeon: Dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Als nächstes die Flucht von Josef und Maria mit dem Jesuskind nach Ägypten und als letzte Tafel auf dieser Seite der lehrende Jesusknabe im Tempel. Auf der linken Seite befinden sich die Begegnung von Jesus und Maria auf seinem Kreuzweg, dann folgt Maria mit Johannes unter dem Kreuz und zum Schluss die Grablegung Jesu. Im hinteren Teil der Kirche, an der rechten Langhauswand, die Figur des heiligen Wendelin. In der Fortsetzung eine kleine Seitenkapelle mit einer Fatima Madonna. Auf der gegenüberliegenden Seite, in einer Nische, der segnende Jesusknabe mit Kreuz.
über dem Eingangsportal ein Glasfenster mit einer Muttergottesdarstellung mit Kind, flankiert von zwei Engeln und darüber die Inschrift Maria hilf. Heute ist die Kapelle ein fester Bestandteil des kirchlichen Gemeindelebens. Sie ist ein beliebtes Ziel für Hochzeiten, Jubiläen, für feierliche Maiandachten und Rosenkranzandachten und sonstige Gottesdienste. Der Besuch des am Fuße des Kerlachberges liegenden Städtchen Stadtlauringen lohnt sich allemal. Die mächtige Pfarrkirche St. Johannes der Täufer ragt aus der historischen Bebauung des mittelalterlichen Marktplatzes heraus. Die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer besitzt ein barockes Langhaus, erbaut von 1732 bis 1743 und daneben einem aus dem Jahr 1960 bis 1972 errichteten Neubau. Im Inneren überrascht das harmonische Zusammenspiel von Alt und Neu. Der Marktplatz wird eingerahmt von dem historischen Rathaus und einem sehr schönen Fachwerkensemble. Der fahrenden schon lang.